Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um Interfaces, abstrakte Klassen und all das. Ja, was wir heute uns definieren wollen, ist erstmal eine weitere Lösung für dieses Problemchen, was wir letztes Mal hatten, nämlich dass wir hier eine Funktion Lead haben könnten, die zweimal auftritt. Das war das Problem. Wenn ich das so ausführe und diese Funktion hier nicht überschrieben habe, naja, dann habe ich ein Problem, weil die Funktion Lead ist ambiguous, steht da zumindest. Ambiguous bedeutet so viel wie mehrdeutig, habe ich alles letztes Video erklärt. Dieses Video eine zweite Lösung, wie ihr damit umgehen könnt. Und zwar, ihr könnt diese Funktion, wenn ihr das machen könnt zumindest, könnt ihr sie als abstrakte Funktion definieren oder als pure virtual function, also rein virtuelle Funktion. Das heißt, sie kann nur überschrieben werden. Und sie muss auch jedes Mal überschrieben werden. Das heißt, was wir machen ist, wir haben in dieser Methode hier keinen Code mehr, sondern wir sagen nur, ist gleich 0. Fertig. Okay, was das genau macht, ist folgendes. Es definiert mir eine Funktion Lead. Das heißt, jedes Tier muss diese Funktion Lead haben, aber es sagt mir nicht, was jetzt da drin steht. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Tier habe, dann muss ich normalerweise immer diese Lead-Funktion überschreiben. Ich mache jetzt hier gerade mal noch nichts mit dem blinden Führer, Achtung. Ich muss jetzt hier drin meine Funktion Lead überschreiben, denn ansonsten passiert folgender Fehler. Ich mache jetzt hier gerade auch mal die Vererbung von dem blinden Führer raus. Also den hier einfach mal komplett ignorieren. So am besten. Okay, wir sind wieder bei einer Klasse, bei einer normalen Vererbung. Und wenn ich jetzt diese Lead-Funktion aufrufe, dann habe ich hier ein Problem. Nämlich, ich möchte einen Hund definieren, aber da ich diese Funktion Lead nicht implementiert habe, darf ich meinen Hund nicht instanzieren. Das darf ich auch nicht mit meinem Tier machen. Ich darf keine Instanz davon hervorrufen. Das, was ich hier gemacht habe, das, warum ich überhaupt meine Klasse geschrieben habe, ist illegal. Das ist doof. Warum ist es so? Naja, wenn kein Code hier steht, ich aber diese Funktion irgendwann mal aufrufe, was ich vermutlich tun möchte, sonst hätte ich sie nicht geschrieben, dann weiß der Compiler nicht, was er machen soll, weil hier steht einfach nur, hey, es gibt eine Funktion Lead, aber was ich damit machen soll, das definiert sich bitte die Unterklasse selber. Das heißt, das hier ist wirklich nur für Klassen gedacht, von denen auf jeden Fall geerbt wird. Solche Dinger nennen sich abstrakte Klassen und manchmal nennt man die auch Interfaces. In Java gibt es dann einen Unterschied, in C++ nicht wirklich. Okay. Also, was ich hier habe, ist das Problem, ich muss diese Funktion überschreiben. Und was ich damit dann also tue, ist, ich erbe von dieser Klasse Tier in eine Klasse, zum Beispiel Hund, weil es gibt auch nicht einfach nur so ein Tier. Ich kann in der Natur nicht einfach nur ein Tier finden, das nicht irgendwie spezifischer ist. Ich kann einen Vogel finden, das ist ein Tier, aber ich kann auch einen Hund finden, eine Katze und so weiter und so fort. Aber das sind alles tatsächlich nochmal spezifischere Tiere. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich tatsächlich einen Hund bauen möchte, das kann es tatsächlich geben in meinem Fall, dann habe ich hier auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Void Lead drin. So, und diese Void Lead, die muss auf jeden Fall mit Code jetzt hier gefüllt sein. Die darf nicht wieder abstrakt sein, sonst muss ich von meinem Hund auch erben und darf ihn nicht so instanzieren, wie ich das hier gemacht habe. Das heißt, hier muss jetzt irgendein Code rein. Also zum Beispiel, follow me please. Und ich darf das Ganze wieder ausführen. Und ich habe sozusagen automatisch meine pure virtual function, das heißt meine Funktion, die ich auf jeden Fall überschreiben muss, habe ich hier brav überschrieben und darf sie somit auch aufrufen und darf auch meinen Hund instanzieren. Alles ganz normal. Das ist sozusagen der Kern von der Sache. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Und zwar, wenn ich jetzt hier meinen Blindenführer wieder reinpacke, der ja eine Funktion Lead hat und diese Funktion wird jetzt in diese Klasse Hund übertragen. Also wir machen wieder Mehrfachvererbung, ganz normal. Wir sagen hier einfach public Blindenführer. So, und ich habe ja jetzt hier meine Funktion Lead hingeschrieben, ganz brav, alles ganz schön und gut. Dadurch wird diese Funktion aber überschrieben. Vielleicht möchte ich das ja nicht. Naja, das Problem ist, wenn ich die jetzt hier rauslösche dann, und dann mal ausführe, dann zwingt mich hier auf der rechten Seite, ich weiß echt nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist nicht so wichtig, ich erkläre euch eh alles. Dann zeigt mir auf jeden Fall mein Compiler immer noch an, dass ich unbedingt hier
bitte diese Klasse Hund nicht mehr abstrakt machen soll. Denn diese von Virtual Void Lead wird einfach übertragen hier rein und sie wird nicht gematcht mit dieser Funktion Lead in meinem Blindenführer. Das heißt, ich muss trotzdem diese Lead-Funktion überschreiben und habe immer noch das Problem, ich hätte ganz gerne eigentlich die Lead aus meiner Blindenführerklasse. Ja, das ist halt der Kompromiss, den ich eingehen muss. Wenn ich so eine abstrakte Funktion hier habe, ich muss sie tatsächlich überschreiben, egal ob ich sie von irgendwo anders her auch noch vererbt bekomme. Ich muss hier wirklich reinschreiben, nicht virtual, sondern einfach nur void, lead. Oh, das ist ja mal praktisch hier. Okay, aber wir haben keine Argumente, deswegen, bisschen zu viel des Guten. Okay. Und wir machen hier einfach mal, wir machen kein Cout rein. Jetzt zeige ich euch nämlich noch, wie ihr tatsächlich auf die Parent-Klassen zugreifen könnt. So, also ich möchte jetzt die Lead-Klasse aus meiner Blindenführerklasse, die Lead-Funktion aus meiner Blindenführerklasse aufrufen. Naja, wie mache ich das? Ich nehme einfach den Namen meiner Klasse ich möchte hier drin die Blindenführer Doppelpunkt Doppelpunkt Lead aufrufen. So. Und jetzt habe ich sozusagen gesagt, okay, ich nehme einfach die Lead-Funktion aus meiner Blindenführerklasse und schreibe sie mir in eine Lead-Funktion hier rein. Das ist sozusagen der interessanteste Teil. Jetzt kann ich nämlich hier auf meine Parent-Klasse drauf zugreifen. So, und wahrscheinlich haben viele von euch jetzt auch schon den richtigen Gedanken. Wenn ich jetzt hier mal keine abstrakte Funktion habe, also vielleicht einfach eine Virtual Void Lead, sowas hier. Und hier steht drin, follow me please. So, jetzt kann ich mir, also ich kann jetzt hier nicht einfach sagen, ich möchte aus dieser Funktion hier, also quasi hier erben. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Das ist das Diamantenproblem. Weil eben Lead mehrfach definiert ist. Hier drin und hier drin. So, was ich jetzt aber machen kann, ist folgendes. Ich kann mir eine Lead-Funktion definieren. Ich muss sie ja überschreiben, weil sie sonst ambiguous ist. Und hier drin überschreibe ich jetzt alle anderen, das heißt, ich überschatte sie, aber sie existieren immer noch. Und wenn ich jetzt hier drin einfach sage, ich möchte die Lead-Funktion aus der Blindenführerklasse, dann schreibe ich mir hier Blindenführer Doppelpunkt Doppelpunkt Lead hin, wohingegen, wenn ich die aus der Tierklasse haben möchte, dann nehme ich einfach Tier Doppelpunkt Doppelpunkt Lead. Und jetzt kann ich hier Follow Me Please aufrufen, ohne dass es irgendwie ambiguous ist. Oder ich kann aus der Blindenführerklasse das benutzen und habe hier Blindenführer Doppelpunkt Doppelpunkt Lead und da steht einfach nur Follow Me. Das heißt, ich habe hier dieses ganze Ambiguous alles ausgemerzt, indem ich einfach gesagt habe, ich möchte genau diese Funktion haben und nicht irgendwie eine andere. Das heißt, diese Mehrdeutigkeit ist verschwunden. Ja, das war's, glaube ich, erstmal, was mir hierzu einfällt. Falls mir noch irgendwas einfallen sollte, reiche ich natürlich jederzeit Videos nach. Ihr könnt natürlich auch, wie immer, irgendwelche Videos requesten oder sowas. Übrigens ist mit dem STD Doppelpunkt Doppelpunkt ist fast in dieselbe Richtung, nur dass es sich hierbei um Namespaces handelt. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt und nicht um Klassen. Nächstes Mal gibt es noch ein anderes Video, aber nicht mehr zu Klassen, sondern zu was ganz anderem. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!